Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem heutigen Spiel gegen den FC Schalke 04. Endstand vor 12.355 Zuschauern. 1:2 durch die Tore von zweimal Simon Terodde und Dennis Diekmeyer. Ich darf die beiden Trainer ganz herzlich begrüßen. Zu meiner Rechten Mike Büskens vom FC Schalke 04 und unseren Coach Alois Schwarz. Und der Gast hat das erste Wort. Mike, bitteschön. Ja, mein allererstes Wort geht an meinen Kollegen Alois. Glückwunsch. Zur Vertragsverlängerung habe ich vor dem Spiel auf der Anzeigetafel wahrgenommen. Allergrößten Respekt auf Schalke 2 Jahre, ne? Das wird schwer. Aber hier, glaube ich, hast du ein perfektes Umfeld und Respekt vor eurer großartigen Arbeit. Intensives Spiel, so wie wir es erwartet haben, wo du wirklich um jeden Zentimeter fighten musst, wo du aufmerksam sein musst, bei langen Bällen auf den zweiten Ball gehen musst, gleichzeitig aber auch im Aufbau einen guten Rhythmus brauchst, eine gute Passschärfe, um dann auch mal hinter ihre Abwehr zu kommen. Das ist uns in der ersten Halbzeit 2-3 Mal eigentlich ganz, ganz gut gelungen, aber von der Boxbesetzung her war es leider so, dass wir dann nicht in die Situation kamen, den Fuß hinzuhalten. In der zweiten Halbzeit dann ein Kampf. Du kannst ja auch nach einer Einzelführung hier nie sicher sein, weil Sandhausen dann in der Lage ist, hier wenig ruhige Momente zu geben, kassieren dann nach einem zuerst abgewehrten Standard ein Tor, wo wir nicht die Innenbahn bekleiden, sodass Diekmeyer aus wenigen Metern frei zum Abschluss kommt. Aber dann hat man auch wieder den Charakter dieser Mannschaft gesehen, dass sie immer an sich glaubt, dass sie nie aufgibt. Und dafür wurden wir heute belohnt. Belohnt vor einem fantastischen Publikum. Also ich weiß nicht, ich bin jetzt 30 Jahre dem Verein eng verbunden. Und ich kann mich noch an Mailand erinnern, aber das war heute ein zweites Mailand. Unfassbarer Support. Herzlichen Dank dafür. Ja, vielen Dank, Mike Büskens. Und ich gebe direkt rüber. Alois, bitteschön. Ja, Mike hat ein bisschen schon was erzählt und natürlich wollten wir auch von Beginn an diesen Fight annehmen, weil wir genau gewusst haben, was für eine Mannschaft auf uns zukommt, die spielstark ist und trotzdem auch sehr, sehr robust. Und wir haben aber die ersten 20, 25 Minuten sind wir nicht so reingekommen, waren ein bisschen passiv. Dadurch sind sie immer mal wieder in die Abwehr, hinter den Rücken der Abwehr gekommen, wo zweimal der Ball quer durch den Fünfer fällt. Bisschen Glück gehabt, so ab der 25 war es dann ein bisschen ausgeglichener. Wir haben dann auch einmal ruhiger gespielt, hatten weniger Ballverluste wie am Anfang und dadurch auch mehr Ruhe im Spiel. So gehen wir mit 0 in die Pause. Zweite Halbzeit war für mich ein bisschen ausgeglichener. Kriegen dann das Tor und das zeichnet auch die Mannschaft aus und da bin ich schon auch stolz drauf, dass man sich nie aufgibt, wie der Mike gerade auch gesagt, auf seine Mannschaft nie aufgibt, dass man trotzdem dann noch das Spiel drehen kann und wenn du dann zum Schluss in der, glaub, 92. so bestraft wirst, ist natürlich bitter, das passiert im Fußball. Die Leistung war richtig gut, das Ergebnis leider nicht so gut. Jetzt haben wir noch 2 Spiele vor der Brust. Und ich hoffe, dass wir da die nötigen Punkte noch holen. Dankeschön. Ja, dann kommen wir zu den Nachfragen. Ich beginne mal ganz kurz und werde dann an meinen Kollegen von Schalke 04 den Mark weitergeben. Christoph Ofner von der Rhein-Neckar-Zeitung. Als erste Personalfrage, warum fehlte Sebio Suku im Kader? Sebio hatte ja im Spiel gegen Nürnberg schon die Probleme im Knie und das hat man leider nicht beheben können. Also er hatte weiterhin die Probleme, deswegen war er heute nicht im Kader. Zweite Frage. Bis zum Gegentor hatte man Schalke in Durchgang 2 den Schneid abgekauft, hatte einige gute Möglichkeiten. Fehlte da vielleicht auch bedingt durch die Kulisse die Kaltschnäuzigkeit? Ja, erstmal ist es schön, wenn das Stadion voll ist und glaube ich nicht, dass da die Kaltschnäuzigkeit fehlt. Bitter ist natürlich, dass wir eigentlich vorne den Ball haben, sogar in Überzahl sind am 16er des Gegners und verlieren und durch diesen Konter kriegen wir da ein Tor, werden im eigenen Stadion ausgekontert. Das war natürlich nicht so toll. Letzte Frage, wird die Mannschaft das morgige Spiel von Dynamo Dresden gemeinsam schauen?
Nein, werden wir nicht gemeinsam schauen. Weil ich immer gesagt habe, wir gucken nicht auf andere Plätze, wir müssen auf uns schauen. Und da haben wir genug damit zu tun. Und wie gesagt, wir haben noch zwei Spiele. Und da hoffe ich, weil wir haben eine tolle Rückrunde bis jetzt gespielt. Und die Mannschaft hat einen tollen Charakter, eine tolle Mentalität, dass wir die Punkte auch noch holen können. Gut, dann war es das zu Beginn mal von mir. Du hast bestimmt auch ein paar Fragen, Marc, bitteschön. Das stimmt. Die erste kommt von Andi Ernst, Bujo. Sie sind seit 30 Jahren ein Schalker. Haben Sie einen solchen Abend, eine solche Kulisse schon einmal erlebt? Ja, am 21.05.1997 habe ich das erlebt, als 25.000 Schalker uns begleiteten nach Mailand. Aber danach nicht mehr. Also wir hatten schon einige Male einen geilen Support. Aber das war heute überragend. Das gibt den Jungs so viel Energie und die Leute sollen sich freuen. Wir schauen nach vorne, zwei schwere Aufgaben und dann geht's weiter. Zweite Frage, hast du noch Worte für die Leistung von Simon Terodde? Ja, also ich meine, mein Gott, wir reden fast wöchentlich über Simon, aber grundsätzlich haben wir ihn ja genau deshalb geholt, ne? Weil er in der Lage ist, eiskalt vor dem Tor abzuschließen. Und Simon ist der eine Teil, aber er muss natürlich auch eingesetzt werden. Aber Fakt ist, dass wir logischerweise sehr, sehr glücklich sind, dass er Teil unseres Kaders ist. Weiter geht's bei Deborah Stutzke für die Bild-Zeitung. Die erste Frage überspringen wir, die ist ähnlich zu der von Andreas Ernst. Zweite Frage, Darko Schulinov durfte heute von Beginn an ran. Wie hat er Ihnen heute gefallen? Mit doch teilweise sehr, sehr guten Momenten. Wenn er über den Flügel tiefe Läufe hatte, wenn er hinter die Kette kam, beim Tor, bei dem Verlagerungsball lässt Bülti durch und den macht er auch sehr, sehr gut gegen die Laufrichtung des Torhüters, schließt er ab aufs lange Eck und glücklicherweise war Simon da beim Abpraller hell wach. Wir wissen, was wir an Darko haben. Wir haben einen sehr emotionalen Spieler mit ihm. Manchmal vielleicht einen verrückten Spieler, der immer auch in der Lage ist, den Unterschied zu machen und der diesen Club, obwohl er erst seit, weiß nicht, 9, 10 Monaten bei uns ist, komplett lebt. Eine Personalfrage noch von Deborah Stutzke. Warum war Salif Sané heute nicht im Kader? Weil wir mit der Trainingsleistung nicht zufrieden waren als Trainerteam und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, heute auf Salif zu verzichten. Wir hätten ihn logischerweise aufgrund seiner Kopfballstärke heute gut gebrauchen können, aber wir haben uns letztendlich nach den Eindrücken dazu entschieden, ihn zu Hause zu lassen. Aber nächste Woche St. Pauli, da kann er sich wieder zeigen. Paul Klischinski von den Ruhrnachrichten fragt so: War dieser Sieg ein Meilenstein für den Aufstieg? Wie hoch bezifferst du die Aufstiegschancen? Lass uns doch nicht jede Woche darüber reden. Also ich meine, wir haben zwei schwere Aufgaben. Nächste Woche Samstag 8:30 gegen St. Pauli und danach noch beim Club. Die Aufgaben müssen wir vernünftig erledigen und darum geht's. Und wir müssen uns jetzt nicht hier mit Prozent rechnen oder so die Zeit vertreiben. Ja, so. Noch zwei Fragen abschließend von Robin Haag für die Funke Mediengruppe. Besonders nach den Toren ging es extrem emotional zu. War das heute für die Spieler ein Vorgeschmack auf das, was sie erleben dürfen, falls es tatsächlich zum Aufstieg reichen sollte? Noch einmal. Wir bleiben im Hier und Jetzt. Es war sehr emotional auf beiden Seiten ich habe dem einen oder anderen in den letzten Monaten immer wieder gesagt, dieser Verein ist besonders. Wenn du bereit bist, alles für diesen Verein zu geben, dann bekommst du so viel zurück und das haben wir heute. Was bedeutet es für euch als Tabellenführer, in die letzten beiden Spiele zu gehen? Du kannst einen Marathonlauf machen, ne, und bist nach 40 Kilometern vor. Aber die restlichen 2,195 Kilometer, die musst du auch nach Hause bringen. Also von daher, ja, für uns wichtiger Sieg definitiv.
Aber wir haben noch zwei schwere Aufgaben und die Aufgaben müssen wir vernünftig erledigen. Einen habe ich noch übersehen, das ist die letzte. Spielerisch habt ihr euch heute wirklich schwer getan. Warum? Warum? Weil wir, glaube ich, gegen die drittbeste Mannschaft der Rückrunde gespielt haben, die uns alles abgefordert hat. Und ja. Gut, vielen Dank. Wir haben noch eine Abschlussfrage von Max Wendel, dpa, an Alois Schwarz. Warum haben Sie und der Verein sich entschieden, schon vor dem Erreichen der Ziellinie den Vertrag zu verlängern? Weil wir eine gute Arbeit machen, weil es Spaß macht, mit den handelnden Personen zu arbeiten, weil die Mannschaft eine gute Entwicklung genommen hat und ich auch den nächsten Step in der Mannschaft machen wollte. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, den Vertrag vorzeitig zu verlängern. Dann war's das. Wir sind mit allen Fragen durch. Unseren Gästen eine gute Heimfahrt. Viel Erfolg auch in den letzten beiden Spielen. Für uns geht's nächste Woche weiter. Am Freitagabend sind wir zu Gast beim SC Paderborn. Anschluss dann um 18.30 Uhr in der Bentele Arena. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Das war's von uns. Tschüss. Und